Wir kommen mehr und mehr zu einer Obamarisierung der Politikberichterstattung, auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Ich halte das nur bedingt für gut. Politiker müssen immer noch gewählt werden. Eine neue Zeit braucht neue Politiker. Die Ochsentour ist out. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man weiß, wie eine Partei tickt. Die Demokratie besteht nicht darin, dass man denjenigen nimmt, der am schönsten und am besten und am elegantesten daherreden kann, sondern denjenigen nimmt, der in der Sache die besten Rezepte hat. Heutzutage muss man ja keine Standpunkte mehr haben als Politiker. Man muss sie nur glaubwürdig und populistisch vertreten können. Und da ist ein Casting natürlich die beste Entscheidungshilfe. Es ist Entertainment und als solches sollte man es auch nehmen. Bei Castingshows für Politiker gilt natürlich zunächst das Äußere. Wie kann er sich darstellen? Wie sieht er aus? Wie ist er kommunikativ? Wie gut kann er reden? Wir von der Partei pflegen das ja schon seit Jahren. Wir haben 2005 unsere Kanzlerkandidatin gecastet. Und wenn man dann plötzlich altbewährte Formate, die Politik auch erklären und bewerten, ersetzt durch 1,20 Statements, dann ist man auf dem falschen Weg. Das, was einen wirklichen Politiker nämlich ausmacht, absoluten, unbedingten Willen zur Macht, Nerven wie Drahtseile und ein Netzwerk, das können Sie in der Castingshow nicht abbilden. Nun, mit Sicherheit ist es für eine Politikerbiografie wenig hilfreich, in so einer Castingshow mitgemacht zu haben. Die CSU hat ein Kind in das Amt des Wirtschaftsministers befördert, ein 37-Jähriger, der da plötzlich Wirtschaftsminister sein darf. Der hat ja auch keine Ochsentour hinter sich. Der Herr zu Gutenberg ist aber ohne Castingshow dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Dass man durch Infotainment versucht, Menschen für Politik zu interessieren, mag okay sein, aber die Informationstiefe darf dadurch nicht verloren gehen. Das ist eine absolut gute und pragmatische Vorbereitung, denn es fehlt ja auch vielen meiner Kollegen in der Politik, vielen Berufspolitikern, die inhaltliche Tiefe. Das ist ein schönes spielerisches Element, aber es ist nicht mehr als eine Debattenshow. Dass eine Kanzlerin oder ein Kanzler per TED gewählt wird, ist, glaube ich, noch eine ferne Zukunftsvision. Das wird erst passieren, wenn unsere Partei die Partei an der Macht ist.